Tag 4 hier in Italien. Heute gibt es mal einen Standortwechsel. Das heißt, einen Stellplatzwechsel eigentlich gar nicht, weil es mir hier nicht gefällt. Es ist eine wunderschöne Gegend. Ich glaube, ich das hier schon noch eine Weile aushalten kann. Aber allmählich wird doch mal Strom knapp. Und ich habe keine Solarzellen dabei, kein Panel und keine Solartasche. Gell? Und deswegen schauen wir jetzt mal, wo es einen Strom gibt. Ich habe da mitbekommen, in der Nähe ist eine Therme. Und da soll es auch Stromanschluss geben. Dann tun wir wieder alles aufladen mal. Und dann schauen wir weiter. So, jetzt sind wir hier auf dem Marktplatz. Marktplatz ist gut gesagt. Jetzt sind wir hier in Garnica. Und auf Deutsch heißt es Garnich. Und ja, hier gibt es also in der Nähe eine Therme und da gibt es auch einen Stellplatz. Jetzt ist der ein bisschen doof zu erreichen, es sind sehr enge Straßen und Baustellen sind da überall. Und jetzt möchte ich das erst einmal zu Fuß erkunden, ob sich das überhaupt lohnt. Wir sind hier auf ungefähr 800 Meter Höhe und ja, ansonsten schauen wir uns das Örtliche an. Stop and go, vier Fahrräder. Hä? Hört mal das an. Hä? Die Luftpumpe, Werkzeug da drin, Anschluss für E-Bikes zum Laden. Ja. So. Das ist ein Ständer extra, wo man die Fahrräder aufhängen kann. Ja, und hier also mit dem Wohnmobil. Kann ganz schön spannend werden. Das ist also die neue Aussicht. Ach, so, jetzt laufen wir nochmal eine Runde ins Dorf. Quasi eine Gassi-Runde machen. Diese wunderschöne Gegend. Ja, der Himmel hat sich zugezogen und es soll jetzt sowieso in Kürze umschlagen. Also für Samstag ist schlechtes Wetter angemeldet. Und dann möchte ich da herumnehmen sein, ganz ehrlich. Wer schon mal sein Wetter angesagt hat, der kann auch durchaus Schnee mit dabei sein. Und diese komischen Bergstraßen darunter und drauf, na, ohne mich. Schön, dass da diese Kirche beleuchtet ist, da hinter mir. Das ist die St. Oswald-Kirche. Habe ich bloß am Schild gelesen. Ja? Jetzt haben wir nochmal einen kurzen Zwischenstopp an unserem alten Stellplatz eingelegt. Jetzt geht's direkt weiter zum Gardasee. Schaut ja aus wie im Gardasee.
Und jetzt drehen wir hier gerade eine Runde in Riva del Garda, direkt am Gardasee. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Kennt ja jeder. Es ist ein bisschen windig, aber das ist ganz normal hier. Ne? Deswegen ist das hier auch das Eldorado der Surfer und Segler. Das ist klasse. Ja, ich werde da mal einen kleinen Rundgang machen an der Promenade da unten entlang und zeige halt ein paar Aufnahmen. Viel reden werde ich nicht, weil man wird mich trotz Windschutz da nicht viel verstehen. Das gehört natürlich immer dazu. Lecker jetzt. Klasse. Hab ich mir das heute verdient. So, wir sind jetzt zurück auf dem Stellplatz in Riva del Garda und da haben wir jetzt zufällig zwei ganz nette Kollegen, die auch einen YouTube-Kanal haben getroffen, das sind die Fördercamper. Ja, genau, richtig, Robby, wir sind die Fördercamper, kommen aus Kiel. Das ist die Marlena. Ich bin die Marlena, hallo. Und ich bin der Thorsten. Ja, was machen wir speziell mit unserem Kanal? Wir schauen uns verschiedene Stellplätze an und versuchen anderen YouTubern diesen Stellplatz vorzustellen, dass die also schon im Vorfeld eine Vorstellung haben, wie dieser Stellplatz ausgestattet ist oder was da auch an negativen Sachen eventuell vorhanden sind. Ja, also eine Vorstellung des Stellplatzes. Aha, ja, das ist super. Ja, das hört sich doch schon mal ganz super an. Ja, gut, dann schicke ich euch mal einen Link, sage ich schon. Setze euch einen Link in die Videobeschreibung zu diesem Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Auf jeden Fall, Robby, vielen Dank. Und die Fördercamper, auf jeden Fall auf Instagram nochmal raufklicken. Und auf Instagram, genau. Okay, alles klar. Genau. Dann bedanken wir uns. Jo, und wir beide, wir müssen jetzt weiterziehen. Ja, guten Morgen aus Italien. Ja, wie schon erwartet, hat jetzt hier das Wetter heute auch umgeschlagen. Von der Sonne ist nichts zu sehen. Zwischendurch regnet es ein bisschen. Und ja, aber die Temperaturen sind sehr angenehm. Ne? Und was machen wir denn an so einem Tag? Da gibt es auch Alternativen. Erst einmal schaue ich mal, dass ich meine Wäsche waschen kann. Gibt es ja auch Waschsalons in der Nähe. Und heute stehen wir nicht auf einen extra ausgewiesenen Stellplatz für Wohnmobile, sondern auf einen einfachen Parkplatz. Das ist in Italien teilweise erlaubt, da muss man sehr aufpassen. Und worauf man hier speziell aufpassen muss, dass man innerhalb der gekennzeichneten Fläche parkt. Okay? Nämlich wenn man drüber steht oder seitlich oder sonst was, kann man hier tatsächlich abgeschleppt werden. Okay? Und das ist natürlich für größere Wohnmobile dann schon ein Problem. Wenn die dann drüber ragen, da so einen halben Meter oder so, ist es durchaus möglich, dass sie abgeschleppt werden. Die nehmen das hier sehr genau. Mit meinem kleinen Camper, mit meiner Tante Lupe ist das kein Problem. Die passt da wunderbar rein, sieht man da hinten. Okay. Ja, dann schauen wir mal, ob wir die Wäsche halbwegs sauber bekommen. Ja. Jetzt da 6 Euro bezahlt. Das ist hier eine 7 Kilo Maschine, die ist aber voll. Naja, schauen wir mal, ob das was wird. Am Anfang war es ein bisschen tricky da, na, wegen den Sprachschwierigkeiten. Es steht zwar zur Auswahl Englisch, na, tippe Englisch, ist ja kein Problem. Und dann hat er trotzdem auf Italienisch erklärt, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es.